Hey Leute, es müssen nicht immer besonders innovative oder komplizierte Erfindungen sein, damit sie einem das große Vermögen bescheren. Denn meistens sind es einfach Dinge, die sich komplett der Modeschwankung entziehen und über mehrere Generationen erhalten bleiben. Welche 6 Erfinder mit ihren ganz einfachen Produkten Millionen gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Nummer 6. Auf dem Kopfflasche. Wer kennt es nicht, die Knoblauchsoße schmeckt so fantastisch gut und am Boden sieht man noch einen winzigen kleinen Rest, der aber einfach nicht seinen Weg auf den Teller finden will. Bis zur Erfindung der Flasche, die auf ihrem Deckel steht, plagte viele Menschen dieses Problem. Sie erschien im Jahr 1991 und wurde von Paul Brown erfunden, der das Konzept an Shampoo-Hersteller Heinz und sogar die NASA verkaufte. Heute finden wir die Flaschen in jedem Supermarkt und sie erleichtern uns den täglichen Umgang mit Ketchup und Co. sehr. So verkaufte Brown aufgrund der Popularität der Erfindung seine Firma inklusive des Designs für rund 14 Millionen Dollar im Jahr 1995. Und die 5. Crocs. Zugegeben, irgendwie findet niemand dieses Schuhwerk wirklich schön, doch aus unerfindlichen Gründen hat sich die Marke Crocs quasi zu einem Hype-Produkt entwickelt. Zunächst waren die Plastikslipper für Angestellte in der medizinischen Branche sowie in Friseursalons gedacht, da sie luftig, bequem und gut zu reinigen waren. Die Hersteller erkannten nach dem ersten Umsetzen jedoch schnell, dass mehr in dem Schuh steckte und erweiterten das Sortiment durch viele neue Farben sowie kleinen Spielereien, die man an den Tretern befestigen konnte. Seitdem sind die flippigen Slipper auch immer häufiger im Alltag zu sehen und auch wenn es vielen wie ein sehr kurzes Modephänomen vorkam, Crocs sind immer noch in vielen Ländern vertreten und die Erfinder verdienen Millionen. Weiter geht's mit der 4. WSV. Was wir umgangssprachlich Pflaster nennen, heißt eigentlich Wundschnellverband oder WSV und es ist umstritten, wer es zuerst erfunden hat. Zwar gibt es eine Patentschrift von 1882 zur Herstellung von gestrichenen Pflastern, jedoch wird als Erfinder häufig Earl Dickinson um 1920 genannt. Angestellter der Firma Johnson & Johnson, einem Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Laut Erzählungen neigte seine Frau dazu, sich beim Kochen mit dem Messer oder anderen scharfen Gegenständen zu verletzen und so verband Earl sie mit Hilfe von chirurgischem Klebeband und einem kleinen Stückchen Mullbinde. Als es öfter zu solchen Vorfällen kam, bereitete er sein Konstrukt auf Vorrat vor und deckte sie ab, um sie steril zu halten. Heute haben wir eigentlich alle die industriell gefertigte Version im Schrank stehen. Nummer 3. Smiley. Smileys umgeben uns täglich und wir können uns die zeitgenössische Kommunikation gar nicht mehr ohne sie vorstellen, auch wenn es sich manche von uns vielleicht wünschen würden. Der Amerikaner Harvey Ball, seines Zeichens Künstler, erfand ihn im Jahr 1963 und verkaufte die Nutzungsrechte für lediglich 45 Dollar weiter. Die Brüder Bernard und Murray Spain erkannten den tatsächlichen Marktwert und stellten diverse Produkte wie Sticker, Kaffeebecher oder T-Shirts mit dem Motiv her. Dazu passend stellten sie den Slogan Have a nice day hinzu und kreierten so eine ganz neue Marke. Doch Harvey Ball verdiente keinen Cent daran, schließlich hatte er sich kein Copyright auf den gelben Kopf gesichert. Mit der Vergabe der Rechte, welche sie an unterschiedliche Konzerne veräußerten, verdienten die Brüder Millionen. Insgesamt wird das dadurch erwirtschaftete Vermögen auf ca. 40 bis 50 Millionen Dollar geschätzt, bis sich ein Franzose den gelben Kopf patentieren ließ und so eine Lawine an Rechtsstreitigkeiten lostrat. Was denkt ihr? Ganz schöner Assi-Move oder verdammt intelligenter Business-Move? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und wir machen weiter mit der 2. Hula Hoop. Die Idee eines Reifens, den man um die Hüfte kreisen ließ, war zwar nicht besonders neu, allerdings wurde er erst im Juli 1958 zum Modespiel. Der kalifornische Spielzeughersteller Wacker
WAMO Corp. stellte innerhalb von 4 Monaten unglaubliche 25 Millionen Kunststoffreifen unter dem Namen Hula Hoop her und brachte sie auf den Markt. Noch im gleichen Jahr schwappte der Trend nach Deutschland über und Erwachsene wie Kinder erfanden Kunststücke mit dem neuen Reifen. Doch neben Dauer-Hula-Hoopen gab es auch diverse Zirkusaufführungen und Varieté-Shows, die sich der artistischen Aufführung mit dutzenden Reifen um Hals und Bauch bedienten. 100 Millionen Exemplare sollen inzwischen verkauft worden sein, was dem Konzern riesige Einnahmen brachte. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Wie heißt das nochmal? Taucht dieses Spielzeug irgendwo auf, so geht ein großer Aufschrei durch die Runde, denn jeder kennt es und hat es geliebt. Wie es heißt, daran kann sich zwar niemand erinnern, doch sehr wohl an den Spaß, den man mit dem kunterbunten Treppen-Runter-Spring-Ding hatte. Ja, Slinky taufte der Erfinder Richard James sein Spielzeug im Jahr 1945 und brachte es mit großem Erfolg auf den Markt. Es basiert auf einer Kunststoffschraubfeder, dessen lustige Bewegungen zu verschiedensten Spielen animiert. Seit seiner Erfindung gab es hunderte verschiedene Varianten der Feder und sie hat es sogar in einen Pixar-Film geschafft. Der süße Spielzeughund Slink oder Slinky Dog ist nämlich eine Adaption des beliebten Spielzeugs und machte es noch populärer. Mit seiner eigentlich sehr einfachen Erfindung machte James ca. 250 Millionen Dollar. Naja, das ist kein Pappenstiel. Ihr seht also Leute, auch die in Anführungszeichen dämlichste Idee kann einen reich machen. Was natürlich nicht bedeutet, dass jede noch so simple Idee auch ein Millionenvermögen birgt. So, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch hier jetzt noch ein weiteres Video anschauen und uns gerne eine positive Bewertung dalassen. Ansonsten hören wir uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.